habe Ihnen vorher schon kurz gesagt, dass ich besonders gespannt auf diesen bin. Ich habe Daniel zwar auch schon gehört, aber ich finde das wirklich eine ganz sensationelle Entdeckung, die seinem Vater und einem Arbeitskollegen seines Vaters Ende der 80er Jahre in der ZIBA gelungen ist. Worin sie besteht, haben Sie vielleicht in der Ankündigung schon gelesen oder werden er Ihnen auch sagen. Ich habe auch in diesem Fall, wie bei Mirin Dayo mit Luc Börkin schon vor vielen Jahren, haben wir darüber gesprochen. Ende der 80er Jahre wurde das Phänomen bekannt. Das wurde sogar in der Sendung Teleboy von Kurt Felix, an der Samstagabendsendung, wurde darüber berichtet. Und dann ist das ein wenig in der Versenkung verschwunden und Luc Börkin hat dankenswerterweise das dann wirklich auch wieder aufgegriffen und wie seine Art ist, gut recherchiert und eben auch ein Buch, das draußen aufliegt, zum Thema geschrieben. Was ich damals aber nicht wusste, als ich davon hörte, war, dass der Herr Ebner, der einer dieser beiden Entdecker war, der Vater von Daniel Ebner ist, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Und mit diesem Daniel Ebner war es eben auch noch lustig. Wir hatten damals in der Klasse zwei, die wirklich Daniel Ebner hießen. Es gab einen Daniel Ebner 1 und einen Daniel Ebner 2. Ich weiß nicht mehr, welcher du warst. Es waren zwei. Und das fand ich natürlich besonders spannend, dass ja, ein Schulkollege von mir es eben auch die Arbeiten seines Vaters fortführt, Feldversuche macht und seien Sie gespannt drauf. Ich denke, das wird ganz spannend. Das ist wirklich eine Entdeckung mit ganz weitreichenden Implikationen, von der ich mich nur wundere, dass sie nicht mehr aufgegriffen wird. Sie wird aufgegriffen, aber längst nicht in dem Maße, wie sie es wirklich verdient hätte. Wir haben jetzt 7:45. Ich schlage vor, er kriegt sicher auch seine 45 Minuten bis 7:30. Aber ich möchte die Referenten, die noch hier sind, Andreas Müller und Luc Börkin, bitten, nach Ende seines Vortrags gerade nach unten zu kommen. Dann können wir noch eine Fragerunde machen, wenn Sie Fragen haben, Bemerkungen haben. Und wir lassen dann die Pause weg und hören dann gegen 20 Uhr auf. Alexander Rasin hat eine Terminkollision, er wird nicht mehr da sein, aber ich übergebe jetzt auf jeden Fall das Wort an Daniel. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen Dank. Danke. Und herzlich willkommen. Ich freue mich auch hier zu sein. Es ist wie immer, wenn ich einen Vortrag halte vor mehreren Leuten, bin ich etwas nervös. Das geht, glaube ich, allen so, die da vorne stehen und das nicht unbedingt jeden Tag machen. Also, ich spreche heute über den Urzeittod. Das ist der Titel von diesem Buch, das auch Luc Börkin eben beschrieben hat. Und der Titel selbst, Urzeittod, sagt eigentlich primär noch nicht so viel aus, höchstens etwas, das so mit Erinnerung zu tun hat und bei dem, was vielleicht Erinnerung an früher ist. Aber beginnen wir. Wir haben Herbst. Herbst ist so eine Umbruchzeit. Wir stellen uns physiologisch auf den Winter ein. Es gibt Abhängigkeiten dadurch, eine Destabilisierung im Körper. Es kommt dazu, dass wir Erkältungen bekommen. Wir greifen zu Vitaminen und zu Obst, damit wir das ein bisschen verhindern können, damit wir besser vorbereitet sind auf diesen Winter. Also wir stellen uns um. Zuerst mal für alle, die effektiv eine Erkältung mit sich rumschleppen, gute Besserung. Gut, aber das führt uns bereits zur Erinnerung. Denn wir stellen uns jedes Jahr wieder im Herbst auf den Winter ein. Diese physiologischen Änderungen finden immer statt und immunologisch reagieren wir darauf. Also unsere Körper gehen damit um. Die stellen sich ja darauf ein. In der Kindheit hat man eher mal noch eine Erkältung. Wenn wir zwischen 20 und 40 sind, passiert das eher weniger. Und dann nach 40 beginnt es dann auch wieder öfters aufzubrechen. Eine interessante Sache, hat natürlich auch mit dem Alter zu tun. Gut, aber was machen wir eigentlich, damit wir umgehen können mit Situationen, mit denen wir in eine destabilisierte Situation kommen? Wir probieren etwas aus, was passt, was darauf reagieren kann. Durch Versuch und Irrtum zum Beispiel.
Oder wir kopieren etwas, wenn wir jetzt nicht an Krankheiten denken, sondern an etwas Alltägliches, wie man umgeht, wie man über eine Straße geht etc. Wir kopieren von unseren Kollegen, von unseren Eltern, die werden auch angeleitet etc. So kommt es durch Imitation auch zu etwas, was wir erinnern. Wir verhalten uns später dann immer wieder gleich, weil wir damit auch tatsächlich durchgekommen sind. Und was erfolgreich ist, wird damit gespeichert. Also wir machen Lessons Learned daraus, wir erinnern uns daran, wie wir mit einer bestimmten Situation umgegangen sind. Wir gehen auf die gleiche Art und Weise wieder über die Straße. Wir schauen nach links und rechts, weil wir unsicher sind wegen des Verkehrs, weil wir das so gelernt haben. Wir erinnern uns daran. Gut, damit machen wir in der Zeit immer eine bessere Reaktion auf eine bestimmte Situation, die immer wieder auftritt. Diese schnellere Reaktion kommt aus diesem Lesson Learned. Die verkürzte Reaktionszeit. Wir schauen plötzlich nur noch kurz nach links und rechts und gehen über die Straße, weil wir sehen, es kommt kein Auto oder kein Velo etc. Diese Erinnerung müssen wir also einbauen und sie ist nützlich und sinnvoll für uns. Das bedingt aber, dass wir diese Information speichern können, dass wir die abwägen können. Als Gedanken, als Bilder, wir haben auch Empfindungen, es sind Gerüche, an die wir uns erinnern. Wenn man einen Geruch wahrgenommen hat, mal wie mir das passiert ist, in einer Disco vor irgendwie 30 Jahren oder so, und dann kann dieser Geruch wieder laufen, weil es ein Deo war von irgendetwas, dann erinnere ich mich wieder an diesen Besuch von damals, wenn mich das die ganze Zeit nicht begegnet ist. Eine interessante Sache. Also das sind die gespeichert. Das bedingt aber auch, dass wir Speichermedien haben. Das Gehirn, die DNS, in der Informatik sind Computerchips. Diese Speichermedien nützen uns aber nichts, wenn wir nicht ein Erinnerungsvermögen haben. Ein Abrufvermögen für das, was da gespeichert ist. Zum Beispiel in einem Softwareprogramm. Das bedingt aber auch wieder, dass wir die richtige Information zur richtigen Situation wieder abrufen. Das machen wir damit auch Fehler. So ein bisschen viel Theorie jetzt, was ich da erzähle, aber ich hoffe, es ist verständlich. Durch Erinnerung wird die Reaktionszeit also auf bereits erlebte Situationen schneller. Aber nicht jede Antwort ist korrekt. Sie kann fehlerhaft sein. Stellt aber zurzeit die beste Antwort dar, die wir haben. Das, was wir gelernt haben. Durch wiederholte Erfahrung einer Situation verfeinern wir aber diese Antwort. Das ist eine Art von kontinuierlicher Evolution. Die am besten geeignete, schnellste und effektivste Antwort auf eine Situation wird damit auch die sein, die am meisten angewendet wird und dann überlebt. Damit sind wir eigentlich beim Darwinschen Gesichtspunkt des Survival of the Fittest. Jetzt bezüglich einer Information, nicht bezüglich eines Organismus insgesamt. Gut, jetzt gibt es aus dem eine Metaebene der Information an die Erinnerung. Durch die Speicherung von Informationen kann diese ohne reale Situation abgerufen werden. Weil wir haben jetzt uns ein Programm inkorporiert, wir wissen, wie wir uns verhalten und überdenken das nun, weil wir das gespeichert haben als Gedanken zum Beispiel. Damit können wir hypothetische Situationen kreieren, über die wir uns Gedanken machen und Lösungen suchen. Zum Beispiel sind das Testverfahren zur Prüfung auch von Softwareprogrammen, da verändert man das auch. Auf diese hypothetischen Situationen werden Antworten und Reaktionen ausgedacht, ausprobiert und wenn sie gut sind, auch fixiert. Ein Beispiel. Ich habe zwei Äpfel. Ich zeige das da mal. Links, ich habe zwei Äpfel. Ich kann die zählen. Eins, zwei. Wunderbar. Jetzt habe ich eine Kiste von Äpfeln. Das ist schon schwierig. Ich kann mich jetzt rausnehmen, kann mich auf eine Reihe legen und kann sie gut nicht zählen. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, das kann lange dauern. Wenn ich viele Äpfel habe, kann ich wieder da auch einen Trick ausdenken. Ich lege die in einem Rechteck hin, dass ich einige Reihen untereinander lege und dann zähle ich nur noch die Seiten und multipliziere diese zwei. Dann habe ich die schneller gezählt. Damit kann ich eine Methodik entwickeln, wie ich meine Äpfel zählen kann. Also das heißt, ich kann eine neue Methodik entwickeln, um schnell zu einem Resultat zu kommen. Deshalb bietet diese Metaebene in der Erinnerung neue Ideen, neue Methoden, neue Formen, neue Produkte.
die sofort Auswirkungen zeigen, also sprunghafte Veränderungen ermöglichen, was in der Revolution Revolutionssprünge wären. Hypothetische Situationen helfen also, Unerwartetes zu definieren und zu beantworten. Wichtig für die evolutive Entwicklung sind daher die Wahrnehmung einer Situation, die Antwort auf diese Situation, sich an die gegebene Antwort auch zu erinnern, Möglichkeit der Speicherung der Antwort als Information, damit Lesson Learned daraus entsteht. Ich hoffe, das ist verständlich. Daher ist Erinnerungsvermögen, Informationsspeichervermögen notwendig. Es ist deshalb auch ein Erinnerungsträger notwendig. Speichermedium oder die Hardware. Wir brauchen Speichermethodik, das Ablaufen, Vorgehen. Und wir brauchen Abrufmechanismen, um diese Informationen wieder verfügbar zu machen, die wir gestaltet haben. Gut, im Lebenszyklus der abgelegten Information, auf dem Speichermedium, können aber auch Veränderungen eintreten. Veränderungen der Information am Ablageort direkt durch die Zeit, indem etwas gelöscht wird, indem etwas verändert wird. In der Biologie gibt es, wenn die DNA solche Speicherprogramme annehmen, Mutationen oder auch Deletionen von einzelnen DNA-Stücken. Neunt, mit der teilweisen Verloren gehen von Informationseinheiten am Ablageort haben wir Mutationen und durch komplettes Löschen von Informationen Deletionen. Da spielt aber noch die Kapazität des Speichermediums eine Rolle. Also wie viel können wir ablegen? Und wenn das voll ist, was machen wir mit einer neuen Information? Die überschreibt vielleicht eine alte Information, damit ist die alte Information verloren. Oder sie wird halt einfach gar nicht angenommen. Das heißt, man kann keine Lesson Learned mehr machen. Ist das verständlich? Ja. Gut. Jetzt kommen wir zum Urzeitpunkt. Das war eine Einleitung. Über die Erinnerung. Wie ich das so ein bisschen sehe. Also, ja, gut. Also, eine Einleitung kommt jetzt aber zu dem, was mein Vater und Heinz Schürich gemacht haben. Dann, was gefunden wurde, die laufenden Versuche, ein paar Postulate der Nützlichkeit, ein paar Erklärungsansätze. Und da stehen wir noch, wie geht es weiter. Der Urzeitpunkt, einfach mal als Definition, weil dieser Titel jetzt im Buch steht. In der französischen Welt ist es als Effe Ebner jetzt bekannt, weil ich sehr viel in französisch sprechenden Gebieten jetzt Versuche gemacht habe. Der manifestiert sich durch die Modifikation der genetischen Expression, also wie sich ein Körper phänotypisch entwickelt, das heißt wie er in seiner Erscheinungsform sich ausbildet, nachdem er einem statischen Elektrofeld ausgesetzt wurde. Der im Organismus vorhandene genetische Code wird dabei weder durch Insertion, also Einschluss, noch durch Deletion, durch Löschung technisch modifiziert. Ob das wirklich passiert, trotzdem durch den Einfluss des statischen Elektrofeldes, müsste labortechnisch untersucht werden. Ich habe leider kein solches Labor, sonst hätte ich das schon untersucht. Dass eine Änderung eintritt, zeigt sich jedoch visuell durch das, was man sehen kann, wie sich so eine Pflanze oder Fische eben entwickeln. Die Inhaltsstoffe, die in diesen Pflanzen, die da ausgesetzt wurden, sich entwickelt haben, die haben sich auch verändert. Das konnten wir zeigen, zumindest. Gut, die Inhaltsstoffe, das Verhalten, die Nährstoffverwertung und die Wachstumsgeschwindigkeit ändern sich. Das konnten wir alles feststellen. Gut, Einführung der Evolution, das ist nur mal, wie lange das Ganze war. Und vor allen Dingen dieses große Ereignis, was der Sauerstoff mal kam, vor etwa 2,7 Milliarden Jahren, durch vor allem die Cyanobakterien erstellt, zeigt jetzt einfach mal, was mit dem Organismus so passiert ist in der Evolutionszeit. Es gibt drei große Domäne, die sich darin entwickelt haben, ebenfalls in dieser evolutiven Zeit. Das sind die Bakterien, das sind Archaebakterien und dann schlussendlich die Eukaryota. Das, was in den Versuchen von meinem Vater und den folgenden Versuchen, als ich die ganzen Sachen repetierte, untersucht wurden, sind halophile Bakterien gewesen, sind Fische gewesen, was zu den Animals gehört, und Pflanzen, vor allem wegen Weizen und Mais, aber auch Farben. Gut, das habe ich schon gesagt, vor 2,7 Milliarden Jahren war ein großer Anstieg des Sauerstoffs, was dazu geführt hat, dass Archaebakterien sich Nischen suchen mussten oder ausgestorben sind. Der Artenreichtum heute und die Population
der heutigen Biosphäre ist eine Momentaufnahme der weiteren ständigen Wandlung begriffenen Evolution. Das ist sozusagen klar. Die evolutionäre Dynamik gründet einerseits auf den langsam voranschreitenden Änderungen, eben diesen Lesson learned und was man da bei der gleichen Situation an Verfeinerung anwendet, der physikalischen Bedingungen, die uns umgeben. Das heißt, es ist immer ein Informationsaustausch zwischen Organismus und Umwelt. Andererseits steht eben die biologische Art in ständiger Konkurrenz zu anderen Arten, in denen es sich befindet. Gut, als Beispiel. Eine Pflanze, eine Weizenpflanze, steht im direkten Konkurrenzkampf zu seinen Nachbarn der gleichen Art für die Nährstoffe sowie der weiteren Pflanzenarten in seiner direkten Umgebung. Gewisse dominante Pflanzen verhelfen anderen Pflanzensamen, sich zu entfalten und zu entwickeln. Wenn wir Weizenfelder antreffen, dann haben wir da drin Bohnen und Kornblumen, die wir finden. Wenn wir das Ganze nicht anpflanzen, dann ist es eine Wiese mit ganz anderen Zusammensetzungen von Pflanzen. Die sich entwickelnde Pflanze ist abhängig von der Bodenqualität, Wassermenge, Sonneneinstrahlung, Temperatur, Witterungseinflüssen, magnetischen, elektrischen, gravitatorischen Einflüssen, CO2, O2 etc. Das habe ich mal zusammengestellt. So für einen Weizen, der braucht das Wasser, der hat Boden, Mineralien, die er aufnimmt, der braucht die Sonne, er ist dem Wind und Wetter ausgesetzt, wenn er Adel hat, fühlt er sich auch nicht unbedingt so wohl. Es beeinflussen ihn aber auch den Magnetismus, die elektrischen Potenziale, die für uns sind, die Gravitation und natürlich Konkurrenz durch Fressfeinde und durch eigene andere Pflanzen. Was machen wir? Wo haben wir bereits eingegriffen in diese Faktoren? Beim Wasser. Wir können gießen, damit können wir die Pflanze beim Wachstum halten. Die Sonne, wenn sie nicht ausreicht, machen wir eine künstliche Lampe dazu, die das Sonnenlicht kompensieren soll. Dann kann die Pflanze trotzdem wachsen. Der Boden, da haben wir Düngung, den wir zugeben können, damit die Pflanze trotzdem wächst. Oder wir haben Fertilizer. In der Konkurrenz für Fressfeinde, ist uns auch bekannt, gibt es Herbizide, Pestizide etc. Magnetismus, elektrische Potenziale und Gravitation stehen da ein bisschen im Schatten dieser ganzen Entwicklungen und Produkte, die man kennt, um Pflanzen am Wachstum zu halten und zu fördern. Deshalb ist klar, dass man da vielleicht noch etwas wirklich generieren könnte, etwas Neues auch. Deshalb kam mein Vater auf die Idee, eines dieser Faktoren heranzusehen, die elektrischen Potenziale, und hat dann gesagt, ja, es gibt zwei Arten von elektrischen Zuständen, die Elektrodynamik und die Elektrostatik. Die Elektrodynamik wird auch schon in ihrem Einfluss auf die Organismen untersucht, zum Beispiel beim Mobilfunk gibt es entsprechende Untersuchungen, Fernsehen, Sendeeinrichtungen, Funkverkehr, da gibt es auch Untersuchungen, welchen Einfluss das auf die Organismen hat. Bei elektrostatischen Untersuchungen ist das eher weniger der Fall, die Untersuchungen an Organismen. Da gibt es zwar Adhäsionsforschungen, in der Statik wird das angewendet und auch in der Batterietechnik. Aber der Einfluss von elektrostatischen Feldern auf biologisches Material wurde soweit nicht untersucht. Und das brachte ihn auf die Idee, das mal anzugehen. Gut, also wurden verschiedene Organismen statischen Elektrofeldern ausgesetzt, die natürliche Feldstärke der Atmosphäre um einiges übersteigen. Dabei fließt aber kein Strom. Ich werde euch mal erklären, was dieses statische Elektrofeld ist, wenn das nicht schon bekannt ist. Also von gehen wir gestern schnell auf euch, oder? Was wir dann feststellen konnten bei der Aktivation von elektrostatischen Feldern war, dass die Wachstumsgeschwindigkeit verändert wird, meistens gesteigert. Aber verändert, man kann ja verändern. Die Zusammensetzung einer Population innerhalb einer Gemeinschaft ändert sich auch. Das haben wir vor allen Dingen bei Bakterien sehen können, also als wir eine Erdprobe nahmen und die dem elektrostatischen Feld aussetzten, entwickelten sich andere Bakterien da drin. Andere wurden dann unterdrückt dadurch. In der Keimungsphase ändert sich die Morphogenese. Stresssituationen werden besser überwunden und die Befruchtung und Keimungsrate wurde gesteigert. Also relativ gravierende Veränderungen, die wir da relativ schnell feststellen konnten. Gut, das Buch, das Nick Bürger geschrieben hat, erzählt diese Geschichte. Die Forschung begann Mitte der 80er Jahre, also genau genommen
1986 hat mein Vater mit dieser Forschung begonnen bei der ZIMA. Als er in die zentrale Forschung geholt wurde, war vorher Leiter der Werbung, was nicht unbedingt mit Forschung zu tun hat, und ist eigentlich beauftragt gewesen, Informationsaustausch zu pflegen zwischen grundlagenforschenden Instituten und der ZIMA, um neue Produktlinien oder Entwicklungsmöglichkeiten für Produkte zu evaluieren. Die Forschung, die er gemacht hat, mit dem elektrostatischen Feld, führte zu Patentanmeldungen, die die ZIMA selbst gemacht hat, schon in 1990. Heute sind die offengelegt, weil die ZIMA selbst hat die Forschung nicht weiterverfolgt. Die Novartis, die nachfolgende Firma, aus der ZIMA zusammen mit der Sonder vorgegangen ist, auch nicht. Weil die ja sowieso dann ihre Abo-Divisionen abgeschlossen haben, das ist heute Syngenta, die sich gebildet hat aus der Abo-Division von AstraZeneca und von der ZIMA. Gut, aber die Resultate wurden, wie schon Lützi vorher gesagt hat, in einer Sendung von Kurt Felix, schon 88, und war dort eigentlich gut aufgenommen worden an der Öffentlichkeit. Das wiederum hat auch intern bei der ZIMA dazu geführt, dass zum Beispiel wissenschaftliche Publikationen darüber nicht mehr geschrieben werden durften. Also es wurde ihm verhindert, dass er da noch etwas publiziert hätte, weil er es schon veröffentlicht hat. Gut, in der Folge gab es dann noch verschiedene Radio- und Fernsehsendungen zum Thema und eben dankenswerterweise diese Buchveröffentlichung, die die Geschichte darstellt, durch Luc Bürgen, das jetzt derzeit in der dritten Auflage vorhanden ist. Heute gibt es einfach private Forschungen, die auf dem Gebiet gemacht werden, meist angeregt, erstens durch das Buch, zweitens durch Kenntnisse, die Leute gemacht haben aufgrund der Sendungen und Radiointerviews, die gegeben wurden. Und auf der anderen Seite eben durch mich mit meinem Bruder zusammen, die das eigentlich hobbymäßig abends und am Wochenende weitertreiben. Was man auch sieht, dass es halt eben mal 20 Jahre dauert, bis man etwas mehr da wieder weiß oder herausgefunden hat oder repetieren konnte, was unser Vater eigentlich damals gemacht hat. Also es dauert einfach, wenn keine Institutionen vorhanden sind, die das unterstützen können, wenn damit das Kapital eigentlich nicht da ist, um eben solche Forschungen zu machen. Es gibt heute Kooperationen mit verschiedenen Instituten, privaten Instituten, die wir haben. Überall machen wir einzelne Untersuchungen bezüglich einzelnen Pflanzenarten. Das Neueste, was sich jetzt gerade entwickelt, ist auf Mauritius, wo sich sehr viele Zuckerrohr anpflanzen, möchten Sie gern sehen, wie die Möglichkeit einer neuen Varietät für Zuckerrohr zu etablieren wäre, unter anderem mit diesen statischen Nährstoffen. Dort geht es vor allem darum, dass der Zucker halt industriell die Nachfrage zurückgeht und deshalb bei Ihnen das Hauptexportmittel eigentlich als wie mehr und mehr verliert. Deshalb ist es für Mauritius wesentlich, dass Sie solche Forschungen treiben. Gut, das ist mein Vater, Kurt Felix. Die Sendung wie Supertreffer, das möchte ich euch teilen, von euch mögen sich da vielleicht daran erinnern. Also Supertreffer war also eine Sendung, die er durchgeführt hat, glaube ich, im Zusammenhang mit Lotterieverein oder so irgendetwas. Also das war damals und hier sehen wir noch Heinz Schürch dabei, als sie eben in dieser Sendung ihre Resultate vorstellten. Gut, ein statisches Elektrofeld, was ist das? Wir haben zwei Pole, einen negativen und einen positiven. Die isoliert sind voneinander, sodass ein Elektron nicht von der reinen, vom negativen Pol zum positiven Pol springen kann. Die sind also isoliert und deshalb bildet sich ein Potential zwischen diesen beiden Platten. Und dieses Potential ist das elektrostatische Feld. In diesem Feld, wenn wir etwas reinbringen, das selbst elektrisch geladen ist, verhält sich das entsprechend seiner Ladung, indem sich es ausrichtet nach dem positiven respektive negativen Pol. Das ist euch allen bekannt. Wenn man also so etwas dazwischen bringt, richtet es sich, wenn es selbst beweglich ist, auch aus. Das nennt man Influenz. Einfach kurz. Wo gibt es das auf der Erde? Wir haben zwischen der Ionosphäre vor allen Dingen und der Erdoberfläche ein statisches Elektrofeld von etwa 300 kV, das sich im Grunde genommen in einer Volt pro Meter Feldstärke von 130 bis 270 Volt darstellt. Die Potentialdifferenz ist eben 300 kV.
Das führt auch zu Blitzen. Also wenn Ladungen wieder stattfinden, wenn eben das, die Luft, die selbst der Isolator ist, nicht mehr standhält, dann schlägt halt eben diese elektrische Ladung vom Himmel auf die Erde und das ist ein Blitz, den wir haben. Also das sind Entladungen. Das hat aber nichts zu tun mit dem, was rechts dargestellt ist, das ist nämlich das magnetische Feld. Das elektrostatische Feld ist 90 Grad zum magnetischen Feld gerichtet. Ein magnetisches Feld entsteht auch nur da, wo elektrische Ladungen sich bewegen. Bei der elektrostatischen Ladung ist es nicht der Fall. Da bewegt sich keine Ladung. Gut. Das wissen wir aber wahrscheinlich auch alle. Was ist der Blitz? Jetzt Stoffe, die eben isolieren können, damit man das jetzt sieht. Das ist bei Luft so, dass das etwa 33 kV pro Zentimeter isolieren kann. Papier, 100 kV pro Zentimeter. Eine Zellmembran in der menschlichen Nervenphase, 140 kV pro Zentimeter. Porzellan, 200 kV. PVC, jetzt kommen wir zu den Isolatoren, die wir etwa kennen, also Kunststoffe. Sind es 500, bei Glimmer 600 kV, Polystyrol, beim anderen Kunststoff hat schon eine Isolationsfähigkeit von 1000 kV. Gut, die elektrische Feldstärke, ganz einfach, physikalisch dargestellt, ist die Spannungsdifferenz bezüglich dem Abstand. Das ist verständlich. Daraus resultiert dann die Feldstärke, die wir angewendet haben, indem wir Plattenabstand definiert haben und da das Potenzial auf die eine Platte gegeben haben, die gegeneinander isoliert haben, und zwar mit Plexiglas, weil sich das als bester Isolator geeignet hat, und da dazwischen dann unsere Proben gebracht haben. Die Anlage, die wir brauchten, sieht so aus, wir haben ein Hochspannungsgerät gehabt, die Spannungen, die wir am Anfang ansetzten, für Farne und für die Bakterien war 750 Volt pro Zentimeter. Das ist eine enorme Spannung, die wir da erzeugen. Aber die ist isoliert, da fließt kein Strom. Das ist also nicht gefährlich im Prinzip. Da fließt kein Strom, da gibt es keine Motion. Und das, was uns effektiv ein elektrisches Lab geben kann, ist der Fluss der Elektronen. Gut. Trotzdem muss man das natürlich irgendwie schützen und auch sagen, da gibt es Hochspannung, deshalb dieses Gerät wird so. Gut. Also so sieht die Anlage aus, die man im Labor gebraucht hat. Und was jetzt kommen wir zu den Resultaten, was gefunden wurde, wenn man eben Sporen oder Samen dem ausgesetzt hat. Hier haben wir zum Beispiel eine Farm, wie wir ihn kennen, herkömmliche Farm. Wie wir ihn im Garten haben, wie wir ihn im Wald finden etc., wenn man die Sporen von ihm kultiviert innerhalb eines elektrostatischen Feld, eben von 750 Volt pro Zentimeter, dann kommt sowas raus. Eine etwas hirschzungenartige Farmart. Dass das passiert direkt in der phänotypischen Entwicklung, ist zuerst mal einfach erstaunlich. Da muss man einfach auf die Idee, dass sich das von der Art her nahezu bestimmt ist bei Biologen. Und die haben dann festgestellt, diese Art gibt es eigentlich gar nicht. Das ist etwas, das müsste schon lange ausgestorben sein. Und dann ging man halt dahin und hat gesagt, okay, hat das jetzt zu tun mit Versteinerungen? Ist es ähnlich mit Versteinerungen, die wir als Fossilien finden? Und da können wir die Ähnlichkeit im Grunde genommen mal sehen. Das heißt doch nicht, es ist so, aber es ist ein starker Hinweis dazu, dass wir da eine Analogie haben und damit eine Erinnerungsfähigkeit bei der Pflanze abgerufen haben, die halt zu einem Zustand zurückgeführt hat, die vor x Jahrtausenden auf der Erde geherrscht hat, weil auch die Elektropotenziale der Erde sich abgenommen haben in der Zeit. Gut, die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen und man kann in bestimmten hirschzungenartigen Formen als heute nicht mehr existent oder nicht existent. Gut, was passiert aber jetzt mit diesem Farn, wenn wir ihn ohne auszusetzen, also den exponierten Farn Sporen nehmen und die wieder aussetzen? Bleibt denn diese Veränderung oder bleibt sie nicht? Sie bleibt nicht, wie wir hier auf den Bildern sehen, denn es gibt so eine gelappte Form des Blattes, die sich entwickelt. Was interessant ist, was auch ein Hinweis ist dafür, dass es eben epigenetische Effekte sind.
Gut, das ist eine weitere Zwischenform, das ist eine F2-Generation, die wir dann ausgesetzt haben. Das heißt, die zweite Generation, die wiederum nicht dem statischen Elektrofeld ausgesetzt war, aber deren Großeltern sozusagen dem Elektrofeld ausgesetzt waren. Da haben wir so etwas blumenkohlartige Blätter bekommen. Spannend, einfach spannend. Gut, gehen wir zum Weizen. Kultivierung von Weizen begann vor etwa 7000 Jahren hier in Eurasien. Wildformen wurden gesammelt, wurden selektiert und gezielt angebaut. Mutationen, Kreuzungen führten dann dazu, dass wir heute Kulturweizen haben. Der Kulturweizen besteht heute aus drei verschiedenen Wildweizenformen und ist daraus zusammengesetzt genetisch. Das heißt, es ist eine hexaploide Pflanze heute, die eigentlich so gar nicht existent wäre oder sich so nicht entwickelt hätte, wenn wir das nicht selbst als Menschen gemacht hätten. Also wir haben das gezüchtet. Gut. Hingegen kennen wir noch den Schwammweizen, der als Buschform an Sandständen vorkommt. Hier der SEF-Weizen, der sich wiederum aus einem Samen als Busch zeigt. Und das ist einer von diesen. Der ist jetzt schon ziemlich alt, der hat schon einige Ähren verloren. Aber ja, also er zeigt sehr viele Palmen und Erden, die eben auch eine Steigerung des Erntevermögens darstellen. Da sehen wir jetzt weitere solche Bilder von Weizen, den ich, der ist jetzt aus meinem Garten, den ich dort hochgezogen habe. Da habe ich einzelne Samen nach der Exposition ausgesetzt und es kamen solche Büsche raus. Oder? Man sieht eben die einzelnen Büsche, das ist, glaube ich, gut sichtbar, oder? Okay. Und im Allgemeinen findet man auf einem Feld 3 bis 5 Halme, die erntragen sind, nachdem ein Samen ausgesetzt wurde. Hier ist natürlich auch der Abstand zwischen den Samen relativ groß, das heißt, die Pflanze konnte sich gut entwickeln, kann man sagen, das hängt daneben. Deshalb ist es notwendig, dass man das auch im Feldversuch durchführt und sieht, wie sieht denn dort der Erntevertrag aus zwischen Kontrolle und exponierten Pflanzen. Hier zuerst mal noch, wie die Sprosse sich entwickeln. Zuerst kommt ein Hauptspross und dann bilden sich sehr viele Nebensprosse. Ein interessantes Phänomen auch wieder, was zu untersuchen wäre. Weil nämlich alle zur gleichen Zeit am Ende Ehrenfarben sind, aber die Nebensprosse, die entstehen erst etwa 3 bis 4 Wochen später. Zuerst kommt der Hauptspross und dann kommen die anderen. Trotzdem sind alle reif zur gleichen Zeit. Also müssen die eigentlich einen schnelleren Wachstumszyklus durchlaufen in den Seitensprossen. Spannend. Gut. Hier ist das Weiterverzugsfeld, was wir hatten, wo wir insgesamt dann feststellen konnten, dass wir 20% mehr Ertrag hatten auf einem Feld, das wir ohne Herbizide, ohne Pestizide einfach angepflanzt hatten. Und der Erntevertrag zwischen Kontrolle, die wir gleich einfach nicht einem statischen Elektrofeld ausgesetzt haben, und dem, die wir ausgesetzt hatten, lag bei 19%. Also wir hatten 19% mehr Samen, die wir ernten konnten, beim exponierten Feld. Und das ist für einen Bauer relativ gravierend, obwohl jetzt hier, wie wir auch sehen, im Feld sehr viele andere Pflanzen, Grünpflanzen auch hochkamen, die eben auch Nährstoffkonkurrenz darstellen. Das heißt, der Erntevertrag, wenn wir noch Herbizide anwenden würden, könnte nochmals anders sein. Das bedeutet es einfach. Hier sehen wir das nochmals, wie gerade die anderen Grünpflanzen auch hochkommen zwischen den Weizen, den wir da kultiviert haben. Insgesamt haben wir 2 Hektar zur Verfügung, 1 Hektar Kontrolle und 1 Hektar